Kann man denn heute Abend tatsächlich eine Einführung in die materialistische Kritik erwarten, weil es ja viel ist? Eine Einführung, ich probiere es so einfach wie möglich zu machen. Ja. Es ist eine Einführung, ja, ich versuche halt die Frage, was ist Wahrheit, auf ihre Implikationen abzuklopfen und herauszufinden, also darzustellen, was auf einer ganz ganz abstrakten Ebene des Begriffs und der Begriffslogik und wie diese Begriffslogik mit der Geschichte zusammenhängt, mit dem Kapital zusammenhängt, was das mit Kritik zu tun hat und was an dieser Kritik eben sich im Gegensatz zum normalen wissenschaftlichen Denkform bewegt, insofern eben als erklärt werden muss, was die wissenschaftliche Denkform mit dem Kapital zu tun hat. Okay, es geht um Wahrheit auch, oder vielleicht ist es vielleicht auch besser, jetzt den Begriff Wirklichkeit zu nutzen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil Wirklichkeit einfacher als ein subjektives Konstrukt wahrgenommen wird als Wahrheit. Das ist in der Postmoderne. Ja. Also nee, es geht halt hauptsächlich um, also wenn es um Wirklichkeit geht, und Wirklichkeit und Wahrheit hat natürlich immanent was miteinander zu tun, aber mal um die Wirklichkeit geht, wenn es mal um die Wirklichkeit geht, geht es um den Wirklichkeitsgehalt von verschiedenen allgemeinen Begriffen. Okay. Also Allgemeinbegriffe wie Macht, wie Staat, wie Geld, inwiefern haben die einen Realitätsgehalt? Welchen Status zur Wirklichkeit haben sie? Und inwiefern ist es mit den wissenschaftlichen Methoden halt praktisch unmöglich, diesen Realitätsgehalt des Staates aufzuweisen, vom Begriff her, zum Beispiel des Staates. Ja. Bleiben wir nochmal bei dem Wahrheitsverständnis, also auch bei dem Wahrheitsbegriff. So ein bisschen in den Thesen über den Kommunismus haben Sie ja geschrieben, dass das heutige Wahrheitsverständnis die Absolutheit von Wahrheit und Vernunft leugnet, um die absolute Herrschaft des Kapitals nicht in Frage stellen zu müssen. Mhm. Anders formuliert, leugnet die bürgerliche Welt die realen Gegebenheiten, um nicht zu erkennen, dass Geld das alles Bestimmende ist. Wahrheit und Philosophie, so, ne? Geld das alles Bestimmende ist. Ja, es geht darum, dass die wissenschaftliche Denkform lässt nur ein einziges Verfahren der Begriffsbildung zu, eben das Definitorische oder das Verhältnis von Theorie und Praxis. Das heißt, es ist ein historisch entstandener Nominalismus, der sich die Frage nach dem, was real in den allgemeinen Begriffen enthalten ist, gar nicht mehr stellt. Mhm. Also Staat ist eine Definitionsfrage, was man unter Staat versteht, und ist keine Frage mehr, wie bei Hegel noch, eine Frage des Begriffs. Und diesen Unterschied müsste man wieder rausarbeiten. Mhm. Also jetzt das mit dem Geld, jetzt das ist nur einfach, das ist also das Geld ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Ja, es geht um das Kapital, es geht um das etwas in die Wirklichkeit gesetzt ist, was sich als automatisches Subjekt, wie Marx sagt, oder wie Luhmann sagen würde, als sich selbst reproduzierendes System darstellen lässt. Obwohl so ein sich selbst reproduzierendes System eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil ja einzelne Individuen, die eigentlich einen freien Willen haben, dort miteinander verkehren und Verhältnisse eingehen. Mhm. Und insofern kann es so etwas eigentlich von der Vernunft her nicht geben. Es gibt es aber und es lässt sich so beschreiben. Und da drin steckt ein Skandal, den die materialistische Kritik aufdeckt. Wir kommen ein bisschen zur Wahrheit und zur Philosophie, die ja miteinander verknüpft sind. Die Philosophie versucht nichts anderes ja als das Sein der Welt, also die Wahrheit, zu beschreiben. Ist Philosophie in der heutigen Zeit, also in einem materialistischen Zeitalter, wie unseres möglicherweise eins ist, denn noch nötig und sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass das falsche Ganze überhaupt gar keinen klaren Gedanken zulässt? Die Frage ist jetzt, ja, was ist Wahrheit? Das sind in dieser Frage selbst schon sind halt unendlich viele Implikationen enthalten, die, wenn man sie ausführt, man gar nicht anders kann, als zu sagen, dass es die Wahrheit gibt. Ganz einfaches Beispiel, die Wahrheit gibt es nicht, ist genauso eine Wahrheit,
die eben nur das Ganze negiert. Aber es ist auch eine Allgemeinaussage über die Welt oder über die Natur. Das heißt, wenn man nach Wahrheit fragt, fragt man immer nach allgemeinen Begriffen. Und schon werden wir wieder nach dem Realitätsgehalt von allgemeinen Begriffen. Und das ist ein geschichtlicher Prozess, der von Beginn der Menschheitsgeschichte losgeht, dass man eben allgemeine Begriffe vom Denken weg in ein Außen projiziert. Gott ist ja auch ein Allgemeinbegriff, der eben, ja, wo die Frage danach gestellt werden muss, und das war eben eine historisch fortschrittliche Frage, eben zu fragen, was für ein Realitätsgehalt hat Gott. Das durfte man ja eigentlich nicht in Frage stellen, weil Gott die höchste Realität war. Aber die Frage nach dem Allgemeinen, nach dem Allgemeinsten überhaupt, die ist ja in der Frage selbst schon enthalten. Und zu sagen, es gibt keine Wahrheit, ist einfach unvernünftig. Das setzt sich sofort dem Verdacht aus, eben nicht wirklich auf sich selbst reflektieren zu wollen, welche Wahrheit man dann jetzt nun... Ja. Und das verweist sofort darauf, dass es Ideologie ist. Okay, also was man das der Philosophie ja eben auch unterstellen kann. Ja, natürlich gibt es eben, also das versuche ich heute Abend, so gut es mir gelingt, so einfach es mir gelingt, zu zeigen, dass es natürlich eine Philosophie zum Beispiel am Beispiel Hegels gibt, die eben behauptet, dass man aus einem allgemein dargestellten System heraus, wenn man den Anfang kennt, bis zum Ende weiterkommen könnte. Dass es eben Folgerungen gibt von abstrakten Begriffen, die eben dazu führen, dass man das, was uns in der Welt umgibt, irgendwie näher bestimmen könnte und dass es dort eindeutige Prinzipien gibt, die dann als das Wahre aufgesetzt werden. So eine Wahrheit gibt es natürlich nicht. Was ja wieder die Frage stellt nach der Sinnhaftigkeit von Philosophie. Die Frage nach der Wahrheit muss man einfach stellen, weil sie sich einem selber stellt. Denn ich kann nicht leugnen, dass ich denke. Also, und dieses Ich ist schon ein Allgemeinbegriff. Und der Realitätsgehalt ist eine Frage nach der Wahrheit dieses Allgemeinbegriffes. Darum kommt man nicht herum. Wie man jetzt diese Frage dann aber konkret in den Bestimmungen des Begriffs beantwortet, das ist dann die interessantere Frage. Mhm. Und das ist dann historisch und logisch zu klären, und zwar eben in der Nachfolge Hegels und Marxens und nicht in der Nachfolge des logischen Positivismus, der nach Marx und diese Fragen nicht mehr zulässt. Also diese wissenschaftliche Denkform, die nur noch Nominalabstraktionen kennt und keine Realabstraktionen mehr. Sie werden ja heute Abend unter anderem eben auch über die wissenschaftliche Konstruktion von Wahrheit sprechen. Und Ihre Kritik, wie Sie ja eben auch schon ein bisschen beschrieben haben, ist ja, dass Wissenschaft schon am falschen Punkt die Wahrheit zu analysieren beginnt und falsche Vorstellungen davon hat. Also weil sie verlässt die Wissenschaft nach Marx praktisch, Mitte des 19. Jahrhunderts, entwickelt sich die Wissenschaft zu einer Disziplin, die eben die Frage danach, was für ein Realitätsgehalt Allgemeinbegriffe, nicht mehr beantworten will, weil sie sie mit ihren Mitteln nicht beantworten kann. Also als Beispiel Mathematik, also ein Mathematiker könnte sich Mathematiker könnten sich ellenlang, also ewig darüber unterhalten, ob eine Zahl real ist oder nur nominal. Da diese Frage mit den Mitteln der Mathematik unentscheidbar ist, dazu müsste man auf was anderes hinaus, auf einen anderen Begriff hinaus, wird gesagt, da es für das Ergebnis egal ist, ob die Zahl real ist oder nicht, brauche ich mich über diese Frage nicht mehr zu unterhalten, wir lassen sie weg. Wenn man das aber verallgemeinert auf sozialwissenschaftliche Sachen oder auf politologische Sachen, dann fragt man auch nicht mehr, was ist das Wesen des Staates, sondern man sagt, der Staat ist einfach eine Bürokratie, gehört dazu, eine Fahne, eine Fußballmannschaft oder sonst was, aber darin geht der Begriff des Staates nicht auf. Mhm. Also wird in dem normalen wissenschaftlichen Verfahren die entscheidenden Kriterien dafür, was der Staat seinem Wesen nach ist, nämlich Ausübung von Souveränität zum Beispiel, diese Antwort kriegt man nicht mehr mit diesem Verfahren. Mhm. Wenn man jetzt nochmal auf das Verhältnis von Philosophie und Praxis
kommt, kann denn Philosophie überhaupt Praxis werden? Oder? Nee, das ist eben, das ist der Unterschied. Philosophie ist keine Theorie, die eben Praxis anleiten könnte, sondern sie zeigt auf, dass jeder Praxis, auch in jedem Alltag, bei jedem Menschen, immer diese eine bestimmte Art von Begriffs, ein Begriff immer schon immanent ist. Und die Kritik richtet sich auf den Realitätsgehalt dieses Begriffes. Also was für einen Begriff man in dieser Praxis, man arbeitet den Begriff der Praxis heraus und kritisiert den Realitätsgehalt. Also eine Theorie ist zum Beispiel ist eben nur eine nominale, ein Modell zum Beispiel, in dem eben bestimmte Erfordernisse erfüllt, die bestimmte Erfordernisse erfüllen muss, die woraufhin dann bestimmte praktische Ergebnisse die Folge sind. Und wenn diese Praxis begriffslos erfolgt, weil man gar nicht mehr nach dem Gehalt von Begriffen fragt, dann gehört das zur Ideologie. Mhm. Und dann kommt eine ganze Verdinglichungsproblematik und so weiter hinzu. Okay, Verdinglichungsproblematik und so weiter und so fort. Sehr schön. wenn man von einem Revolutionsbegriff vielleicht noch ausgeht, um das noch ein bisschen am Schluss auf diese Praxissache zu beziehen, bezieht sich Revolution ja in Kapitalismus eigentlich lediglich auf eine technische Entwicklung. Also jede Veränderung findet so jenseits von Menschen irgendwie statt. Das behaupte ich aber nicht. Okay, was behaupten Sie dann? Das ist ja eben, das ist die übliche marxologische Verständnis von Geschichte, dass eben mal Geschichte als einen vom Handeln, individuellen Handeln unabhängigen Prozess begreift, eben genauso begreift, wie das Kapital sich als selbstreproduktiver Prozess darstellt. Und dass dort aus diesem unabhängig von, also in einem allgemeinen Sein, würde eben dann daraus aus den Krisen des Kapitals zum Beispiel mit Notwendigkeit, mehr oder weniger notwendig, der Kommunismus hervorgehen. Und das ist falsch. Wie dann? Ja, das ist, ich meine, ich versuche das halt, vielleicht, ich hoffe, dass ich da heute Abend zu komme, zu zeigen, dass es bisher in der Geschichte eigentlich nur eine Revolution gegeben hat. Das ist die Revolution, in der das Kapital entstand. Und das Kapital entstand dadurch, dass man den Begriff des Begriffs, und deswegen komme ich auf eine ganz abstrakte Ebene, die Reflexionsebene selbst, anders fasste. Durch eine Diskussion, die in der Scholastik stattgefunden hat, die Universalienstreit genannt wird, die politisch eben im Investiturstreit zu tun hatte. Also es gibt also auch Kommunismus kann nur die bewusste Tat der Menschen sein. Mehr bewusst, als dass diese Verschiebung, die damals im Hochmittelalter in Westeuropa stattgefunden hat. Aber das ist die einzige wirkliche Verschiebung, die eben auch eben nur erfasst werden kann, gedanklich, wenn man sich dieser Frage nochmal erneut zuwendet, die Scholastiker gestellt haben, welchen Realitätsgehalt haben Allgemeinbegriffe wie Gott, Staat, Kapital, Gesellschaft, Ich und so weiter. Und Kritik ist eben, die den Kommunismus befördert, ist die Kritik an den Versuchen, dass jetzt hier, die bisher stattgefunden haben, die von dadurch, dass sie keinen Begriff von sich selber hatten, von dem, was sie selber taten, auch unmöglich das Richtige oder wenn dann nur zufällig das Richtige haben tun können.